Finde heraus, wer du bist und was du kannst und dann übernimm Führung für dich und deine Lebensaufgabe. Das ist der Leitsatz meines heutigen Gastes, Jotima Fleck aus Hamburg. Schon mal herzliche Grüße, liebe Jotima, zu dir. Und jetzt aber zunächst mal für alle Zuschauer und Zuhörer herzliche Grüße und ein weiteres Willkommen zu einer Ausgabe Business Talk Podcast Arztsatz Unternehmer. Mit diesem Podcast unterstützen wir Sie bzw. euch auf dem Weg in die Selbstständigkeit und Niederlassung mit wertvollen Tipps, aber behandeln auch Themen, die weit über den klassischen Bereich der Medizin hinausgehen. Aber auch als erfahrener und etablierter Mediziner finden Sie hier immer wieder Informationen, kostbare Informationen für Ihre Praxis und für Ihr Unternehmen. Denn unser Anspruch bleibt, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mehr zum Thema Business Talk erfahren Sie wie immer auf unserer Homepage www.businesstalk.online oder eine persönliche Nachricht können Sie mir schreiben unter info@businesstalk.online. Ja, mein heutiger Gast, Jotima Fleck und ich, wir haben uns auf einer Weiterbildung, auf einer Fortbildung kennengelernt. Und es gibt wenige Kollegen oder Coaches, so habe ich in der Vergangenheit gedacht oder jetzt auch im Moment gedacht, die so eine große Medienpräsenz haben wie Sie, weil dieses Thema sei ein Leuchtturm, ist ja nur Ihr Thema und das ist unglaublich auch authentisch, wie Sie es auch rüberbringt. Also Jotima, schon mal nochmal herzliche Grüße nach Hamburg. Danke, hallo. Bevor wir aber in das Interview, eigentlich Interview einsteigen, nochmal eine kurze Vorstellung zu dir und deiner Person. Ja. Jotima Fleck ist Leuchtturm-Speakerin, Autorin und Gründerin der Light Leader Akademie. Sie hilft Menschen dabei, sichtbar und erfolgreich mit der eigenen Lebensaufgabe zu werden. Jotima Fleck studierte Kommunikationsdesign und arbeitete als Art-Direktorin in großen Werbeagenturen, bis sie durch Reisen und Ausbildungen ihren Weg radikal veränderte und seither vielen Menschen in Vorträgen, Seminaren sowie in ihrer Light Leader Akademie erfolgreich begleitet. Sie zeigt der neuen Generation von Leadern, also Führungskräften, was es braucht, einzigartig zu sein, sichtbar zu sein und erfolgreich zu sein. Entzünde das Lighthouse-Prinzip ist eine ihrer Lebensaufgaben. In den Kursen und Seminaren erfährst du, warum es wichtig ist, zu brennen, für etwas zu stehen, einzigartig und sichtbar und so erfolgreich zu sein und Erfolg anzuziehen. Die Welt braucht mutige Visionäre, sehr schöner Satz, und Visionärinnen, die ihrer inneren Stimme vertrauen. Heute lebt Jotima mit ihrer 5-jährigen Tochter, das ist richtig, glaube ich, 5? Ja, 5,5. Mhm. Genau, 5,5 in Hamburg und ist großer Brasilien-Fan und Fan der Copacabana. Sie ist Co-Autorin einiger Bücher, sie ist Podcast-Betreiberin und heute ist sie bei mir im Business Talk Podcast. Ganz liebe Grüße. Genau. Ganz schön mit dem Brasilien, mein Lieber. Das habe ich in deinem Lebenslauf gefunden, auf deiner Seite. Ja, genau. Ich war 3 Jahre in Brasilien, habe in Rio gewohnt, an der Küste tatsächlich, also 500 Meter zum Meer, wunderschön. Ja, bevor wir in die Frage-Antwort-Runde einsteigen, meine Einstiegsfrage, wer ist Jotima Fleck, was macht sie beruflich und privat mit eigenen Worten? Genau, also soll ich jetzt Sie sagen? Du kannst, ich bleib beim Du, oder? Du bleibst bei mir beim Du, genau. Super, hallo Olli, ja. Schön, dass du mich eingeladen hast, liebe Zuschauer, danke, dass ich hier sein darf. Und genau, also wer bin ich? Ich habe so einen kurzen Spitzel jetzt bekommen, seit über einem Jahr bin ich nur noch der Leuchtturm. Ihr seht das hier mit meinem Bild schön, im Hintergrund, ja. Und immer diese Farben. Es hat sich irgendwie so eingeprägt, diese von innen nach außen strahlen. Ich neige dazu, immer sehr fröhlich zu sein. Wie gesagt, ich habe 3 Jahre in Brasilien gelebt. Diese Lebensfreude ist so in Fleisch und Blut übergegangen. Nicht unbedingt das Tanzen, aber diese Freude am Leben und dieses offene Herz. Mhm. Und ich glaube, das macht mich und meine Arbeit aus. Immer dieses Herzliche, dieses persönlich werden. Und ich glaube, wir haben heute ganz viel zu geben an Dingen, wie man sichtbar wird mit einer ganz mit einer einzigartigen Persönlichkeit. Mhm. Und dass man sich nicht hinter so einer Fassade versteckt und nicht immer irgendwie meint, nur so wird man gesehen, sondern auch mal Dinge ganz genau anders machen oder sich ein bisschen lächerlich machen, sich öffnen. Ich glaube, das schafft sehr viel Vertrauen. Mhm. So, und wer bin ich privat? Ganz normal, Jotima geht gerne in die Stadt bummeln, geht gerne in die Natur, mit der Tochter natürlich, Kindergarten. Und also wirklich ganz normal. Ich lebe hier in Hamburg in der Schanze, also ein ganz bunter Lifestyle. Und jetzt bist du ja
Unternehmerin, du bist als Speakerin, haben wir gerade alles gehört, Co-Autorin, Coach unterwegs. Wie schaffst du denn den Spagat zwischen dem Unternehmerin-Sein auf der einen Seite, Coach-Sein auf der einen Seite und dem Privatleben auf der anderen Seite? Das ist ja nicht immer leicht. Also es geht ja hier für uns auch darum, dem Arzt mal aufzuzeigen oder einer bestimmten Berufsgruppe mal aufzuzeigen, wie kann ich Unternehmer sein und was steckt vielleicht auch dahinter? Wie schaffst du das für dich, diese beiden Dinge zusammenzubringen oder eben auch miteinander zu verbinden? Genau. Also ich habe ja meinen Weg von der Designerin sozusagen angefangen und vor 10 Jahren ungefähr angefangen mit Coaching-Ausbildung, mit Seminar, also Persönlichkeitsentwicklung-Ausbildung. Erstmal relativ spirituell und dann immer konkreter Richtung Speaking, Richtung Coaching und so weiter. Ich mache seit 2008 Seminare. Das heißt, habe dann immer, bin viel gereist und so weiter. Das kann ich jetzt mit der Tochter oder in der Situation, wo ich jetzt bin, nicht mehr so häufig machen. Das heißt, ich wähle ganz gezielt aus, wann ich ein Event habe, wann ich wo was habe, damit natürlich hier die Betreuung versorgt ist. Mhm. Und ich habe einen ganz klaren Ablauf. Das heißt, ich bringe sie in die Kita und dann startet um 9 mein Tag bis eben 16 Uhr, 17 Uhr, bis ich dann sozusagen wieder diese Kinderzeit habe, die mir sehr wichtig ist, bis 20.30 Uhr, wo ich nochmal sehr intensiv diesen Kontakt habe mit dem Kind und dann natürlich abends auch teilweise nochmal sitze und meine Landingpage, das mache ich teilweise alles noch selbst, vorbereite für das nächste Webinar. Mhm. Und meine Webinare sind inzwischen tagsüber. Das heißt, meine Kurse, meine Mastermind-Gruppen mit den Ausbildern, in der Ausbildung, die ich mache, sind teilweise tagsüber, weil ja die Menschen auch selbstständig sind und sich die Zeit einteilen können. Das heißt also, du, das ist schon mal ein schönes Learning, finde ich, an der Stelle zu sagen, es funktioniert, ja, weil du eine klare Struktur für deinen Tag geschaffen hast. Also zu sagen, die ersten Stunden des Tages, des Morgens gehören meiner Tochter und mir und dann, wenn sie in der Kita ist, also wenn sie in der Betreuung ist, dann hast du deine Arbeitszeit und die endet eben auch zu einem gewissen Zeitpunkt des Tages. Es gibt immer natürlich unterschiedliche Tagesabläufe, mal eine Veranstaltung oder mal eine Besonderheit. Aber die Struktur bedeutet für dich die Sicherheit, dass das, was du machen willst, auch umgesetzt werden kann. Kann man das so sagen? Ja, genau. Und ich habe diese Zeit zwischen 9 und 12 super produktiv, super effektiv, wo ich dann meine kreative Schaffensphase habe sozusagen. Nachmittags habe ich viel Coaching zwischen 14 und 16 Uhr. Und oder jetzt, also wir treffen uns jetzt vormittags. Also das ist eine super Zeit, um dann loszulegen einfach diese intensive. Also ich glaube, es ist eine ganz intensive Zeit. Ich nehme mir auch sehr viel Ruhephasen. Wochenende versuche ich dann meistens, also ich bin schon sehr oft online, muss ich sagen. Das könnte noch weniger werden. Aber das ist natürlich auch das, was mich sehr ausmacht und wo, wie gesagt, ich meine Facebook-Fans oder meine Instagram-Follower irgendwie sehr intensiv begegnen. Also ich habe das ja schon eingangs gesagt in der Vorstellung, dass du sehr präsent bist. Also dieses Thema sei ein Leuchtturm ist ja eben auch dein nicht nur ein Slogan, sondern es ist ja auch ein Teil deiner Lebensaufgabe, so wie ich es verstehe. Also auch anderen zu zeigen, wie komme ich in die Sichtbarkeit. Also es ist ja schön, etwas zu wissen. Als Arzt ist das ja immer so ein bisschen ein Thema, was sehr regional begrenzt ist, sage ich mal. Also ich bin in der Praxis, bin niedergelassen, habe meine Patienten, die ich begleite und betreue. Aber wenn ich dann gucke, wenn ich jetzt mal sage, ich habe hier meine Stadt, mein Dorf, mein Land, wo ich bin, mein Umkreis, Praxis 3 bis 5 Kilometer, gerade im städtischen Bereich. Und das heißt, das Know-how, was ich habe, begrenzt sich auf, ich übertreibe es jetzt mal, 5 Kilometer. Ja, vielleicht habe ich noch ein paar Kollegen und Freunde, die weiter weg wohnen. Aber interessant ist ja vielleicht auch für die Zukunft mal zu überlegen, wie werde ich denn über die Grenzen hinaus sichtbar und bekannt? Und was mache ich dafür? Ist da das Thema Social Media, Präsenz im Netz ein Thema? Ja, auf jeden Fall. Also genau das wollte ich auch heute besprechen. Also dieses Thema, sich nur auf die Praxis zu konzentrieren und dass die Sprechstundenhilfe da einen Anruf entgegennimmt. Ich glaube, das ist out oder das ist irgendwie, das funktioniert beim Allgemeinarzt in Hamburg St. Pauli, wo irgendwie einfach die Hütte voll steht. Mhm. Aber es gibt ja so viel mehr, wo man sich weiterbilden kann, wo man Zusatzleistungen zum Beispiel anbieten kann, dass man einfach sagt, wir machen heute einen Prophylaxetag in 6 Wochen an einem Samstag oder keine Ahnung was, macht noch was dazu.
um mit einer speziellen, einen ganzheitlichen Tag oder was auch immer, was gerade das Thema ist, ja. Was noch so eine Zusatzleistung bietet, irgendwie zusätzlich zu dem, was durch die Kasse reinkommt oder so, dass man einfach sowas dann auch per Facebook-Seite, per YouTube-Kanal, was auch immer, bewirbt und eine zusätzliche Marktlücke freimacht, einen Weitblick schafft, wenn man jetzt auch von diesem Leuchtturm-Prinzip hergeht, also sichtbar werden, weitblicken, einzigartig stehen, irgendwie ein festes Fundament entwickeln, ist eben auch mit so Fachkompetenzen, dass man sagt, alle 6 Wochen mache ich ein Event oder ein Podcast oder gebe mein Wissen preis. Es gibt so viel Wissen, was ich keine Ahnung von habe, aber eben Sie oder du. Und wo man dann einfach sagen kann, okay, alle 4 Wochen mache ich einen Blogartikel für meine Webseite und fütter den mit Informationen, mit viel Fachwissen, damit meine Praxis in diesem Bereich ganz besonders gefunden wird. Hat das denn was? Ja, mal ein Event oder was auch immer, lad dann Leute ein. Hat das für dich denn etwas mit, also gibt ja immer 2 Komponenten, du hast das gerade gesagt, der Arzt, der vielleicht in einem Gebiet lebt, wo die Praxis sowieso voll ist, also wo er sagt, da muss ich mich jetzt nicht kümmern, da kommen sowieso viele Patienten hin, oder das ist ja die eine Seite zu sagen, ich arbeite ab, so nenne ich es jetzt mal, ne? Ich arbeite in meinem Beruf und mache jeden Tag meine 150, 200 Patienten und dann habe ich Wochenende und dann geht es Montag wieder von vorne los. Oder hat das vielleicht was damit zu tun, welche Berufung habe ich denn? Also was möchte ich, was erwarte ich denn von meinem Beruf? Und jetzt mal, das könnte man ja fast unabhängig sehen von dem Thema Arzt. Was erwarte ich von mir in meinem Leben und wo ist meine Lebensaufgabe dahinter? Und dann kann ich eben vielleicht auch über diese Grenze hinaus denken. Also zu sagen, mache ich nur meinen Job oder mache ich da mehr? Wie siehst du das auch aus deiner Erfahrung mit deinen Mandanten oder Klienten, die du begleitest und betreust? Ja. Haben die ein übergeordnetes Ziel, ein Warum oder arbeiten die ab? Genau, also ich habe ja genau die nicht mehr abarbeiten wollen oder die aus einer Krise oder aus einer Berufsveränderung heraus dann zu mir kommen und sagen, ich möchte jetzt nochmal ganz genau wissen, was ist meine Berufung. Da biete ich dann so ein Lebensaufgabe-Coaching an, dass wir richtig tief reingucken. Ich habe teilweise Kurse dazu, die auch online funktionieren. Und da gucken wir ganz genau nochmal, wo willst du denn eigentlich hin? Mhm. Auch in diesem Event, wofür brennst du? Da gehe ich nochmal drauf. Was wolltest du denn wirklich? Was sind deine Herzenswünsche? Was wünschst du dir in deinem Leben? Diese persönliche Komponente. Nicht so, ja, irgendwie meine Familie ist Arzt, deswegen bin ich auch Arzt geworden. Wenn das alles richtig ist, dann fließt es ja, dann hat das ja auch Spaß und dann geht es hoffentlich auch so jahrelang weiter. Und wenn man dann das Gefühl hat, so jetzt irgendwie es stockt und ich möchte auch noch mal ein bisschen mich mehr mit mir beschäftigen, Persönlichkeitsentwicklung, ich glaube, dann kommen wir gerne zusammen. Und dann kann ich gucken, ich gucke da sehr medial in dieses Thema rein und begleite Personen dabei, ihre Lebensaufgaben, Berufung zu finden. Und dann auch diese Einzigartigkeit, dieses eigene Ding, das eine Ding, was dich ausmacht und mit dem du zum Beispiel jetzt sichtbar werden könntest. Ich habe dann viele Coaches oder Therapeuten, die dann sich auf bestimmte Sachen dann spezialisieren, eine spitze Nische, eine Positionierung angehen wollen. Also das heißt, die Menschen, die zu dir kommen, ich habe übrigens gerade, jetzt geht die Sonne auf bei mir, siehst du gerade? Jetzt kommt die Sonne, ja. Genau, jetzt kommt die Sonne, wo wir über dieses schöne Thema Ziele und Visionen sprechen. Das heißt, du entwickelst das auch mit deinen Kunden, Klienten, Mandanten, wie auch immer, dieses Ziel, diese Vision zu erkennen, zu finden. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, du hast es gerade schon gesagt, dass nicht jeder, der seinen Beruf ausübt, auch diesen Beruf ausübt, weil es seine Leidenschaft ist, oder sondern vielleicht, weil er für sich eine Verpflichtung sieht, weil er in einem, ich nenne es jetzt mal Hamsterrad steckt, aus dem er jetzt nicht rauskommt. Es gibt diesen schönen Spruch, das Hamsterrad sieht nur von innen aus wie eine Karriereleiter. Ne? Also, dass man selber gefangen ist in diesem Prozess. Und du hilfst den Menschen mit deinen Kursen, mal dahinter zu schauen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, und einfach dieses ganz, ganz tiefe, wofür brenne ich denn, was macht mich aus, zu hinterfragen, das sind natürlich dann die Sucher, die kommen mit einem Thema, mit einem Problem. Solange man kein Problem hat, sieht man das nicht. Da kommt man nicht aus dem Hamsterrad raus. Das sieht man erst, wenn man weiß, okay, ich muss mich mal kümmern, ich habe immer wieder Rückenschmerzen in meinem Job oder ich fühle mich irgendwie unzufrieden.
und jetzt gerade die Familie, ihre Belastung oder irgendwas zwingt mich jetzt mal zuzuhören. Mhm. Das ist dann das, wo es dann nachher Richtung innere Stimme oder innerem Vertrauen geht, mal ein bisschen was Neues auszuprobieren oder eine neue Sichtweise zu schaffen. Und ich habe irgendwie so eine Art Gabe, die Menschen anzugucken. Ich weiß ganz genau, wo die hinwollen. Mhm. Und bei dir sehe ich irgendwie so dieses Botschafter werden für ja, dieses Netzwerkthema nach außen mhm. bringen. Und ja, einfach, das sehe ich sofort. Also das ist irgendwie, das habe ich auch durch meine Ausbildung gelernt. Und da bin ich dann wirklich auch ganz, ja, intensiv mit diesen Coachings dann immer mit Menschen. Das heißt, du hast ja auch ein wirkliches, wir sagen ja immer jetzt ein Proof of Concept. Also du hast vorhin ja gesagt, du bist seit 2006, 2008 irgendwie schon in dem Bereich unterwegs. Natürlich immer, das ist auch ein Prozess, auch da ändert sich ja viel, auch in deiner Weiterbildung. Es gibt ja diesen schönen Satz, dass man, wie lange hat ihre Ausbildung gedauert, hat man, glaube ich, mal einen 70-Jährigen gefragt, der hat gesagt, ich bin seit 45 Jahren in der Ausbildung, so ungefähr, das hört ja nie auf. Mhm. Dieses zu erkennen, das ist ja wirklich nur mit viel Erfahrung auch möglich. Und wie ist es denn? Ist es schwer, das aus den Leuten auch rauszuholen? Steht man sich da oder stehen sich Menschen da teilweise selbst im Weg, weil sie von außen auch irgendwie noch in Zwängen sind, weil ihr persönliches Umfeld ihnen da vielleicht nicht raushilft? Kennst du sowas? Ja, und auch die Persönlichkeit gar nicht. Also die wollen unbedingt und dann im nächsten Moment kommt die Angst und dann trauen sie sich doch wieder nicht und dann ist das doch vielleicht zu spiri oder ich weiß nicht was. Also das ist dieses Konstrukt, was der menschliche Geist sich manchmal macht, ist unglaublich fest. Und natürlich gibt es ganz viel Neues zu entdecken, aber es muss ja die Bereitschaft da sein und es muss diese klare, also ich habe dann meistens Frauen, weil die sich einfach super gut drauf einlassen können, selten Männer, aber auch. Und ich will einfach auch nicht aufgeben an den Männern, weil ich immer denke, ich habe ja auch da was zu gucken und zu sehen. Und aber Männer entscheiden, glaube ich, sehr klar, das ist was für mich oder nicht. Und Frauen, ja, die also haben, glaube ich, na, ich weiß nicht mehr, diese weibliche Art zieht natürlich dann sehr an und da sehr verstanden. Ja. Wenn wir jetzt nochmal über das Thema Sichtbarkeit sprechen, gerade für einen gewissen Beruf, also der als Arzt auch, ich habe das vorhin schon gesagt, meist sehr beschränkt auf einem. Also wenn ich gleich ganz weg bin, dann ist die Sonne so stark hier bei mir drin. Dann hast du dich aufgelöst. Dann habe ich mich aufgelöst. Solange meine Stimme noch da ist, sitze ich aber noch hier. Ja. Der Arzt hat ja wirklich dieses Thema im Umfeld Praxis. Jetzt gibt es aber auch ja ganz andere Beispiele. Also diese Sichtbarkeit, ich finde dieses Symbol des Leuchtturms dahinter dir, habe ich jetzt immer wieder im Kopf, der ganz weit weg steht, ich ihn aber trotzdem sehe und sein Licht erkennen kann. Ne? Also ich sehe ja tatsächlich über die Grenzen hinaus, was da passiert. Und das ist auch wichtig, damit das Leitbild da ist. Es gibt ja einige Ärzte, nehmen wir jetzt mal jemanden, der ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit steht, der vielleicht im sportlichen Bereich unterwegs ist, der Profisportler begleitet, Müller-Wohlfahrt, Bayern München, keine Ahnung, irgendjemand, die ja über die Grenzen dessen, was sie tun, hinaus bekannt geworden sind, weil sie eine gewisse Expertise haben, weil sie über Jahre bewiesen haben, ja, ich mache mehr als das, was vielleicht die anderen tun und vollkommen standortunabhängig, also vollkommen egal, wo ich auf dieser Welt bin. Wie hast du vielleicht einen Tipp, wie ich so sagen kann, das kann ich als, ich nenne es jetzt mal Hausarzt vor Ort oder als Mediziner vor Ort tun, damit ich peu à peu aus diesem kleineren Umfeld hin zu mehr Sichtbarkeit komme? Ja, auf jeden Fall YouTube-Videos. Also ich meine, was gibt es Schöneres als eben mal das Handy an und ein klares Umfeld, wahrscheinlich passender als das Autovideo, wie manche Coaches oder Persönlichkeitstrainer das machen. Aber ein klares Video und einfach mal 3 Minuten ein Thema, ein kurzes Thema, das Handicap beim Golfen und ich weiß nicht was, also so, dass man da dieses Fachwissen in kurzen Beiträgen, und da kann man ja mal einen Zettel nehmen und sich 20 Themen überlegen, die man interessant verpacken kann. Die 5 Tipps, wie man den Rücken stärkt beim Golfen oder ich weiß nicht was. Ja. Dinge, die die Menschen brauchen könnten und die dieses Fachwissen verbinden. Mhm. Und damit dann die richtigen Hashtags streuen, die richtigen Stichworte und das auf die
Webseite packen, einen Podcast machen, ein YouTube-Video. Mhm. Also da gibt es so viele Möglichkeiten. Und wir haben ja die moderne Technik im Smartphone in der Tasche. Also da braucht man nicht mehr viel, teilweise noch nicht mal mehr ein Mikrofon. Ich habe immer so ein kleines dabei und stecke das dann an. Auch jetzt habe ich ein bisschen mehr Technik. Aber es geht ja einfach um dieses erstmal ausprobieren. Nach den ersten 10 Videos sieht man dann schon, okay, ich bräuchte doch vielleicht mehr Licht oder so, so wie du jetzt. Oder weniger Licht. So, aber oder doch den Vorhang wieder zuziehen oder ich weiß nicht. Das ist alles komisch. Dieses, ich habe mein erstes Video Januar 2011, glaube ich, gemacht. Ja, meinen Blog 2010 gestartet. Ich wusste nicht, was ein Blog ist. Innerhalb von 4 Wochen hatte ich einen Blog. Dann wusste ich gar nicht, wie mache ich ein YouTube-Video. Innerhalb von 2 Wochen hatte ich ein YouTube-Video. Und mein Podcast hat inzwischen 1,5 Stunden gedauert. Die erste Folge und Hochstellen 1,5 Stunden gedauert. Also es ist überhaupt kein Problem. Es ist einfach eine Fleißsache. Einmal ausprobieren, irgendwo im Netz rumsuchen, wie mache ich einen Podcast, wie mache ich einen YouTube-Kanal und dann einstellen. Und das erste Video, irgendwann dann wieder aufräumen und sagen, okay, das war nichts und das räume ich wieder auf und so. Aber da könnte doch so viel Schönes wissen. Das ist eine Abspielstation, die funktioniert auf Wörter. Golfer, Handicap, Rücken, Schmerzen, die Stichworte, die dann dazu zu sein müssen. Klar. Ja. Ich muss mal eben kurz anhalten. Ja, da bin ich übrigens wieder. Ich musste mal kurz das Licht ein bisschen ausmachen draußen. Du hattest gerade über diese eigentlich einfachen und aber doch so effektiven Mittel gesprochen. Wie kann ein Arzt sichtbar werden oder wie kann ich mich als Arzt sichtbar machen? Jetzt ist das für viele eine große Herausforderung, weil der Mensch ist ja irgendwie immer darauf hinaus, alles perfekt zu machen. Jetzt sieht man aber gerade schön bei uns in dem kleinen, in dem kleinen Austausch hier, dass nicht immer alles perfekt sein muss. Und dass man Dinge einfach auch mal umsetzen muss. Wenn du mit deinen Kunden sprichst, mit deinen Mandanten sprichst, ist da dieses Perfektionsdenken auch da? Ja, auf jeden Fall. Die größte Hürde überhaupt. Und es gibt ja diesen Satz, Erfolg ist die Summe von Fleiß minus Selbstzweifel. Und wenn du einfach nur fleißig umsetzen könntest, dann gibt es ja kein Problem mehr an diesem Erfolg, an diesem Ziel umsetzen und so weiter. Und also dieses ständige Zweifeln und ich bringe das halt meinen Coaches gerne bei, dass der Leuchtturm nicht irgendwie einen Monat lang mal wieder an sich zweifelt, sondern er brennt jeden Tag gleich stark, gleich hell. Mhm. Nicht einen Tag blau und einen Tag grün und einen Tag wieder legt er sich wieder hin und sagt, heute ist nicht, sondern einfach jeden Tag. Und ich glaube, Ärzte haben nicht das Problem, da sind wir auf einer anderen Wellenlänge, aber einfach dieses, wie kann ich sichtbarer werden? Wie kann ich mit einer, auch irgendwie einer Persönlichkeit, mit einer Farbe zum Beispiel rausstechen? Auch in meinem Wartezimmer mit meinen Angestellten, die haben alle dann nachher dunkelrot an oder ich weiß nicht was. Ja. Die Polster sind so, ich glaube, das ist inzwischen auch schon angekommen, so eine Form von Branding ein, also, es gibt Ärzte, die haben überhaupt kein Logo. Es gibt Ärzte, die haben ein total verspieltes Logo. Ist halt die Frage, was man möchte. Und auch, es liegt nicht am Logo allein, sondern es liegt an dieser Wiedererkennung. Immer wieder rot, immer wieder Leuchtturm, immer wieder das Gleiche sagen, immer wieder sichtbar sein. Mhm. In Hamburg hat man so den Schnack, wenn man dreimal in die gleiche Kneipe kommt, zu einer bestimmten Uhrzeit, immer 18 Uhr ein Pilz, dann kommst du am Donnerstag und dann sagt er, willst du wieder einen Pilz? Bist wieder ein Stamm, du wirst dann ein Stammgast, wenn du immer das Gleiche machst. Mhm. Und das Gleiche ist ja in Social Media oder mit Branding oder Wiedererkennung für Frau Kotte, die zum dritten Mal zum Termin kommt, ach, sie haben immer so schöne Klamotten an, ich mag diese Farbe so gerne. Ja. Und dann fühlt sie sich schon zu Hause und so weiter. Also dieses immer wieder das Gleiche, Penetration, sag ich mal. Und also eine Farbe, eine Form irgendwie, immer wieder die gleiche Begrüßung, so schön sie zu sehen oder ich weiß, also irgendwie eine Form von Auffälligkeit machen. Ja. Und sichtbar werden einfach auch über so, es gibt so, es ist so einfach, Facebook-Seite,
gestalten mit dem Praxisnamen und dann vielleicht einmal im Monat da live gehen oder alle 2 Wochen live gehen. Mhm. Auch das schafft eine Reichweite und schafft was Neues. YouTube ist gut für die Suchmaschinen, ein Podcast ist interessant, ist gerade für die Akademiker total interessant, die hören das gerne dann beim Joggen oder unterwegs, mehr noch als Fernsehen, ist gerade total angesagt. Und einen Podcast-Kanal starten über podcaster.de für 1 Euro im Monat, 15 Minuten reinsprechen, was jetzt die Diabetes-Prophylaxe sein könnte oder irgendwie so bestimmte Themen vorher aufschreiben und dann macht man sich so einen Jahresplan, was da irgendwie jetzt so die nächsten Monate dann passieren kann. Ja, schon und eben zeitmäßig überlegen, wann kann ich das leisten? Ja. Immer den Mittwoch, wenn ich früher Feierabend habe oder irgendwie am Wochenende, wenn ich jetzt nicht so viel Familie habe oder was auch immer. Wann kann ich so eine Folge abends noch aufsprechen, wenn alles ruhig ist, dann hat man ein schönes Mikrofon oder so und spricht so eine Folge rein. Ja, Mehrwert schaffen. Content ist King. Ja. Hast du denn den Eindruck, dass es immer zu fachlichen Themen gehen muss oder wie wichtig ist denn die Persönlichkeit dahinter? Also ist es interessiert die, also ich sag mal, du hattest das glaube ich vorhin auch gesagt, im Internet gibt es sehr viel Content. Ich kann mir also ja viel selber anlesen mittlerweile, also Wissen, sagen wir heute, ist im Internet. Wie wichtig ist die Persönlichkeit dahinter oder vielleicht auch mal ja, vielleicht ein bisschen was von sich preiszugeben. Genau. Also ich würde immer persönlich sein. Ich sage immer, hallo ihr Lieben, das ist meine Ansprache und alles Liebe und so weiter. Das ist meine Art, das ist meine Herzlichkeit. Die muss natürlich bei einem Arzt auf einer anderen Form vielleicht sein, keine Ahnung was. Aber ja, all das, was persönlich ist, ich gehe gern golfen, ich gehe gern segeln, ja, dann kann das doch damit dabei sein. Oder dann das Video vom Segeln, ich weiß nicht was. Also nicht privat, aber persönlich gerne, ist auch total angesagt, gerade dieses authentische, herzliche, nahbar sein, fragen, kommentieren, ja, also auch wirklich danach fragen, wie geht's denn heute, erzähl doch mal, schreib da unter und so weiter. Wenn man sich einmal YouTube, also, dann weiß man, wovon ich rede. Und dann dieses einfach, ja, zu einem, wenn man das eben möchte, zu so einem Tribe, zu so einer Art Community einladen. Also, dass dann immer wieder was Neues passiert, immer wieder, dass dazu neue Beiträge gibt. Und das ist dann das, wo es Fans plötzlich gibt. Mhm. Und vielleicht kommen die noch nicht mal in die Praxis, aber es schafft Sichtweite für die Praxis. Ja, ich glaube, das ist sowieso ganz wichtig, sich eine Community zu schaffen, die erstmal unabhängig vom Standort funktionieren kann, die da ist, die auf meine Expertise auch Wert legt. Jetzt hast du gerade ja von diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal für viele ja auch modernen Dingen gesprochen, die für viele auch eine große Herausforderung darstellen. Also alleine schon das Handy zu nehmen, da reinzusprechen, sich dann selbst sprechen zu hören, ist ja für viele schon die größte Herausforderung. Meinst du, da ändert sich auch gerade in der Generation was, sowohl Generation Patienten als auch Generation Ärzte und dieses Thema Halbgott in Weiß, also dieses, die Meinung des Arztes ist da, der ist fachlich kompetent, der muss gar nicht persönlich sein, der muss unnahbar sein, weil dann hat er immer eine gewisse Distanz und diese Distanz ist ja früher oder haben früher viele Menschen aufgebaut, damit sie als kompetent gelten, also Empathie galt ja früher viel weniger, wie ich finde, als heute. Also Empathie wurde immer als Schwäche empfunden. Ich zeige etwas von mir. Glaubst du, dass sich das geändert hat? Ich glaube schon, dass sich da viel tut und dass man dann einfach, ich gehe immer über Webseite, um meinen Arzt zu suchen. Ich habe die Nummern teilweise gar nicht mehr aufgeschrieben. Ich gucke immer nach, Doktor so und so, da muss ich jetzt hin, rufe ich nochmal an, ändere den Termin oder so. Ich gehe immer über den Weg von Google, lustigerweise. Ich habe die Nummern teilweise, ne? Ja. So. Und da sehe ich doch dann als erstes dann plötzlich ein Video. Weil Google sofort das Video oben zeigt. Und so wird auch dann die Hausfrau zu ihrem Mann sagen, ich habe Dr. So-und-so gerade gesehen, geh doch da mal hin, du hast doch jetzt gerade das Problem. So, wieder eine neue Sichtweite, wie immer einen neuen Ankerpunkt schaffen. Es braucht mehrere Ankerpunkte, um dass das Marketing richtig aufgeht, die Sichtweise aufgeht. Und es wäre natürlich auch interessant, wenn man sich denn da fit macht und merkt, das liegt einem total, Kamera an, das funktioniert, ich fühle mich sicher damit und das macht mir richtig Spaß und da ist Energie und die Leute schreiben sogar was unter, das ihnen gefällt.
dann ist doch als nächster Schritt vielleicht sogar ein Online-Kurs etwas, was ne, jenseits von Zeit und Raum und Praxiszeiten funktioniert, sondern einfach eine Form von Rückenprophylaxe im Netz, was auch immer. Ich weiß nicht, wie das mit dem Health Claim und Ärzte so mäßig, aber man kann dann eben noch mit Therapeuten oder eine Coach-Gewerbe aufmachen und macht dann einen Online-Kurs. Ich weiß nicht, wie das mit dem Ärzte und online und so. Ja, aber grundsätzlich, also man muss immer ein bisschen, natürlich, du hast absolut recht, man muss immer ein bisschen auf die Leitlinien achten, gerade mit dem, vor dem Hintergrund, mit für wen ist das, aber ich kann ja ganz normal auch einen Kurs anbieten, ich kann, und ob ich den jetzt gewerblich anbiete oder ob ich den zunächst vielleicht mal allein unter dem, also gewerblich im Sinne von Geld, die ich dafür haben will, alleine da deshalb anbiete, weil ich sichtbar werden möchte, weil ich auch sagen möchte, ich gebe ein paar Informationen schon mal weiter und mache mich da deshalb einfach interessant, weil ich plötzlich nicht nur mehr Dr. Müller bin, der in der XY-Straße arbeitet, sondern weil ich Dr. Müller bin, der für das Thema Rücken der absolute Experte ist und diese Expertise nach außen auch weiterträgt. Und da sind wir wieder beim Thema Standort, vollkommen standortunabhängig, weil ich ein Webinar aufgebaut habe, weil ich vielleicht einen Online-Kurs habe, über den ich mich über die Grenzen hinaus bekanntbar mache. Ich finde, das ist ein schönes Beispiel, um das mal deutlich zu machen. Das ist auch da gar nicht so kompliziert. Ich habe mal mit einem Menschen gesprochen, der das Thema Personal Branding gerade auf der digitalen Ebene sehr, sehr stark begleitet. Und der sagt auch, nimm doch einfach morgens auf dem Weg zur Praxis ein Diktiergerät. Sprich einfach mal morgens diese Dinge, die für dich wichtig sind an dem Tag oder auf. Und wir machen dann E-Book von zum Beispiel, ne, dass du dann vergeben kannst. Also das geht ja in die Richtung, die du das auch gesagt hast. Und die Frage ist ja immer, wie entwickelt sich die Medizin? Ne? Was passiert in der Zukunft? Bleiben wir in diesem gesetzlichen System oder müssen wir uns öffnen für ganz andere Dinge und müssen wir vielleicht auch vorbereitet sein in der Arbeitswelt auf Veränderungen, die da kommen. Ne? Deshalb ist das, was du sagst, sehr, sehr spannend. Wenn wir mal nochmal in das Thema Beruf oder Berufung gehen, dieses Thema, warum arbeite ich jetzt, ist der Arzt ja in seiner täglichen Praxis wirklich auch sehr gefordert. Viele Patienten, Hunderte teilweise, und muss sehr schnelllebig arbeiten. Worauf sollte denn der Arzt aus deiner Sicht für sich achten? Ist es einfacher zu sagen, ich arbeite ab oder ich arbeite an meiner Berufung und dann kommen solche Themen wie Burnout zum Beispiel vielleicht auch gar nicht vor? Also ich denke mal so an die Kinder, die können den ganzen Tag spielen, ohne einen Burnout zu haben, weil sie einfach Lust haben am Spielen. Ne? Ja. Ja, ich würde ganz genau, also das ist jetzt wieder dieses innere Stimme hören oder die Grenzen achten. Die hört man nicht, wenn man irgendwie ständig in diesem Hamsterrad rödel, rödel, rödel und ich muss ja noch meinen Kredit abarbeiten. Aber dann irgendwie nochmal gucken, sind das die richtigen Zeiten? Muss ich mir mehr Zeit für mich nehmen? Muss ich mir mehr Zeit für Privatleben nehmen oder muss ich etwas an dem Job ändern? Es gibt ja diese einfache Regel, change it, leave it, ne, so weiter. Change it, leave it und love it, leave it. Love it. Wo ist das Love it? Wo ist das? Ist das nur Privatleben und Urlaub auf den Seychellen oder ist das irgendwie täglich in meiner Arbeit? Erfüllt mich das? Und welche Tätigkeit erfüllt mich da? Und dann vielleicht nochmal abgeben, ein Stück abgeben von dem, was man, wo man irgendwie nicht so viel Spaß dran hat oder wo man merkt, da ist dann schnell die Batterie alle. Ja. Der Mensch hat solche Themen. Ich mag zum Beispiel nicht so gerne meine Steuern machen. Dafür mag ich super gerne mit Menschen reden. Mhm. Und das dann einfach outsourcen und nochmal wieder weggeben. Und sich auf das, also auch dann nochmal ein paar Tage nehmen dafür und sagen, hey, das hat mir jetzt wirklich auch was zu denken gegeben, dieses Interview. Ich kümmere mich mal um meine Berufung. Ich schaue mir mal an, wo die da ihr Event hat in Frankfurt, Stuttgart und Hamburg und so weiter. Und lass mich mal drauf ein, bin mal neugierig und ein bisschen Geld, okay, so. Aber dann habe ich mal was wieder für mich getan und dann kann ich sagen, okay, das war richtig, das ist richtig so, wie ich bin. Oder ich muss jetzt einen Tick verändern und wo, wenn ja, wohin? Ja, wir machen sowieso die Verlinkung zu dir, zu deinen Seminaren, zu den ganzen Themen, die du so begleitest, auf jeden Fall in die Shownotes, dass man auch direkt Kontakt zu dir aufnehmen kann oder vielleicht auch gucken kann. Du hast gerade gesagt, du bist ja bundesweit auch unterwegs mit einigen Themen. Ja, also ich sag mal, mehr oder weniger, vielleicht mehr im Norden im Moment. 3-4 Mal im Jahr, genau. Aber dass man auf jeden Fall sich mal mit dir und mit dem Thema Sichtbarkeit auseinandersetzen kann, finde ich total wichtig, gerade
wie du sagst, wenn ich auch mal raus will aus diesem täglichen und mir vielleicht einfach mal eine ganz andere Sichtweise einholen kann. Wie kann man sonst mit dir in Kontakt treten, eine E-Mail schreiben, über Facebook, über wie kommt man? Ja, alle Kanäle gerne. Okay, also einfach die anschreiben oder anrufen, eine Telefonnummer wird es wahrscheinlich auch geben. Ja, super spannendes Thema, das Thema Sichtbarkeit. Man sieht schon, es gibt ganz unterschiedliche Zugangswege. Ich glaube, die modernen Medien oder die Social Media, der Social Media Bereich ist da sehr, sehr interessant. Ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken in meinem Podcast, deshalb ich würde zum Schluss ganz gerne mit dir noch eine grobe Frage oder kurze Frage, kurze Antwortrunde machen. Geht natürlich auch immer so ein bisschen in den Bereich der Medizin. Aus deiner Sicht, die nächsten 5 bis 10 Jahre, wohin entwickelt sich die Medizin? Auf jeden Fall mehr Persönlichkeit, mehr privates Engagement. Ja, und da selbstbewusst gucken, wo man sich da, sich nicht irgendwie klein machen, sondern selbstbewusst gucken, wo kann ich meine Nische machen. Sehr schön. Was bedeutet für dich das Thema Gesundheit? Auf jeden Fall sehr wichtig. Ich gucke sehr nach meiner Gesundheit. Sehr zwischen Sport und Meditation und Achtsamkeit, irgendwie alles dabei. Das muss also auch noch alles in deinen Tagesablauf. Ja, genau. Ja. Das mache ich den ganzen Tag. Genau. Ich mache das wobei vor allem. Ja, genau. Aus deiner Sicht, welche 2 bis 3 Merkmale sollte ein Unternehmer haben? Auf jeden Fall Mut, jede Menge Mut und Selbstbewusstsein. Und natürlich irgendwie eine Mischung aus die Ziele angehen und auf die Zahlen achten und so weiter. Also ich glaube, das ergibt sich. Ja, schon nochmal ein schöner Hinweis, gerade das Thema auf die Ziele, aber auch auf die Zahlen. Ne? Also Ziele und Zahlen zusammen. Ja, gibt es ein Buch oder einen Film, das dich in der letzten Zeit oder überhaupt besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat? Ich lese im Moment ziemlich viel Fachbücher, so TED Talks, Chris Anderson ist gerade am Bett und solche Sachen. Also auch für die unternehmerische Richtung meinst du, dass man sich damit mal auseinandersetzen sollte? Genau, ich habe jetzt das Thema Speaking gerade bei mir, ja. Gibt es da ein Buch, wo du so sagen würdest, okay, das lohnt sich, dass man das auch mal weitergibt zur Empfehlung? Ach, keine Ahnung. Ich bin 93 Ideen. Ja, dann hast du mitgeschrieben. Das hab ich zum Beispiel mitgeschrieben, tolle kleine Episoden aus Unternehmen, also von vielen Speakern. Kannst du kurz sagen, also da schweifen wir jetzt mal kurz ab, worum geht es in dem Buch, 93 Ideen? Das sind 93 Impulse von Speakern, die die Welt verändern, also sind Impulse zur Weiterentwicklung, zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Thema Führung, zum Thema Digitalisierung, alles Mögliche dabei. Und mein Kapitel ist Kapitel 2. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht. Das gibt es bei Amazon. Das ist ein Amazon-Bestseller geworden. Ja, super. Das ist doch ein toller Link, toller Hinweis. Passt doch super zum Thema. Ja. Wen würdest du uns als Podcast-Gast für diesen Podcast weiterempfehlen? Gibt es jemanden vielleicht auch aus dem Bereich der Medizin? Stefan Ried, kennst du den? Stefan Ried war schon da. War schon da, genau. Ja. Habe ich aber schon gehabt. Ganz tolles Interview, ganz toller Mensch auch. Also. Ja. Ja. Sonst reichen wir es nach. Wir denken mal drüber nach. Ja, ganz, ganz liebe Dank für deine Zeit, für den tollen Input. Ich finde es immer schön, wenn es wirklich auf den Punkt ist. Also wenn man nicht drum herum redet, das könntest du machen, das könntest du so machen, sondern dass man einfach mal, dass du schöne Tipps gegeben hast, einfach mal gesagt hast, mach doch einfach mal. Es gibt ja diesen schönen Satz, start before you are ready. Also einfach auch mal machen und nicht so viel drüber nachdenken und immer perfekt alles machen, sondern einfach mal loslegen und vielleicht auch so ein bisschen den Prozess und der Entwicklung vertrauen und sich selbst vor allen Dingen auch vertrauen, auf die innere Stimme hören. Ganz lieben Dank zu dir nach Hamburg. Also ich fand es ein tolles Interview. Danke für deine Zeit. Ich wollte noch eine Sache sagen. Jetzt nicht anfangen, sich verzetteln mit ich muss jetzt Instagram und Facebook und YouTube-Kanal alles gleichzeitig, sondern eine Sache. Also sich wirklich nochmal konzentrieren, was möchte ich, in welcher Form möchte ich das. Und es gibt bestimmt auch noch einen Experten, den man sonst als Podcast, der einen das dann alles einrichtet, sich dann auf eine Sache fokussieren, entweder ein YouTube- oder ein Podcast-Kanal, großartig.
Okay, lassen wir mal genauso stehen. Ganz liebe Dank auch bei Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen. Zum Schluss immer noch mal der Hinweis auf die Bewertung bei iTunes oder YouTube. Denn nur so können wir erfahren, ob wir das richtig machen hier, und dann können wir interessante weitere Gäste wie Otima Fleck aus Hamburg bekommen. Ganz lieben Dank fürs Zuhören. Hören und Zuschauen. Dankeschön. Grüße nach Hamburg, alles Liebe für dich, schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dankeschön. Und bleib unternehmerisch. War ganz wichtig.